Ratlose Blicke auf die Anzeigetafel. Viele Passagiere bangten am Morgen um ihren Flug, wie Nina Maglarin, die über Paris nach Dubai will. Na, wir haben auch nur eine Stunde irgendwie zwischendurch in Paris zum Umsteigen. Von daher, wenn die jetzt zu spät sind, dann wird es sehr knapp. Also das ist auch jetzt so ein bisschen meine Sorge. Doch zwischen 6 und 9:30 Uhr gingen in Tegel nur wenige Maschinen in die Luft. Von den insgesamt 1800 Globeground-Mitarbeitern legten etwa 200 bis 300 Kollegen die Arbeit auf dem Vorfeld und bei der Gepäckabfertigung nieder. Zu viele Flugzeuge, zu wenig Lohn. Den Fluggästen fehlt trotz allen Mitgefühls manchmal jedoch das Verständnis. Wer seine lang angesparte Urlaubsreise flöten gehen sieht, empfindet Streik als falsches Mittel. Gut, es geht hier um ihre Arbeitgeber, wie immer. Denen ist ja, die sitzen irgendwo, ist denen doch wurscht. Wir sind die Betroffenen. Wir wollen gern nach Zürich und von Zürich in Richtung Dubai, weil wir im Oman eine Woche zum Tauchen wollen. So, und was jetzt mit dem Anschlussflug ist, keine Ahnung. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten 4% mehr Lohn für 12 Monate. Ja, beim Einstiegslohn von 1446, habe ich jetzt nicht ausgerechnet, ist es nicht sehr viel. 4% von 1446 sind um die 50 Euro. Wenn wir sagen, davon mehr in die unteren, dann wären das vielleicht 80 Euro in den unteren, 20 Euro in den oberen. Globeground hat für die unteren Einkommen Tariferhöhungen von bis zu 18% vorgeschlagen. In höheren Einkommensgruppen aber auch Einschnitte verlangt. Wir haben Lohnsteigerungen, und zwar deutlich höhere Lohnsteigerungen für die unteren Lohnbereiche vorgesehen, aber auch Einschränkungen in Rahmenbedingungen, das ist völlig richtig, wie zum Beispiel den Wegfall der A-Tage. Arbeitsfreie, also A-Tage, gab es bisher als Ausgleich für Feiertage, Wochenenden und Nachtschichten. Nicht alle Globeground-Beschäftigten hatten sich dem Streik angeschlossen. Aus Angst vorm Arbeitgeber, wie die Gewerkschaft vermutet. Die Streikbrecher sorgten gemeinsam mit Leiharbeitern dafür, dass die Ausfälle am Flughafen nicht allzu groß wurden. Insgesamt etwa 30 Flüge wurden gestrichen. Vor allem stark frequentierte Strecken wie Frankfurt, München und Stuttgart wurden ausgedünnt. Es gab Verspätungen von bis zu 1,5 Stunden, so ein Flughafensprecher. Doch schon am Nachmittag habe sich der Betrieb in Tegel wieder normalisiert. Doch Verdi schließt weitere Streiks nicht aus, sollte Globeground nicht auf die Bedingungen eingehen.